Aber die Gefahr, dass das Bargeld verschwindet, die ist schon real. Die hat aber auch weniger was mit den Bargeldobergrenzen zu tun, an die sich im Zweifel eh keiner hält, weil es kaum kontrollierbar ist. Also ob ich jetzt 10.000 oder 11.000 Euro in einem Privatgeschäft für eine Sache ausgebe und in bar bezahle, das zu kontrollieren, ist schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass diese Bargeldobergrenzen für den normalen Bürger überhaupt die Geldwäsche beeinträchtigen. Also wer wirklich Geldwäsche betreiben will, der tut das im internationalen Maßstab. Und die Geldwäschemaschinen, die da angekurbelt werden, da hängen ein paar mehr Nullen dran als 10.000. Also ich glaube, dass es eigentlich eine wirkungslose Sache ist, die in erster Linie mal den Bürger gängelt. Warum tut man es dann? Und das ist die Kernfrage. Warum tut man es dann? Und ich glaube, dass es da durchaus eine Übereinstimmung der Ideenwelt zwischen der Politik und der Zentralbank gibt. Ja, bis jetzt, dankenswerterweise, hat die Zentralbank immer dafür gesorgt, dass Bargeld verfügbar war. Wenngleich diese Einstellung der 500-Euro-Scheine in dem auch jetzt gerade inflationären Umfeld aus meiner Sicht nicht dazu beiträgt, die Bargeldversorgung und auch die Möglichkeit, große Transaktionen mit Bargeld, legale große Transaktionen auch mit Bargeld durchzuführen, wenn einer will, aufrechtzuerhalten. Sondern was wir hier haben, ist, wir haben auf der politischen Seite sowieso diese Feindschaft zum Bargeld, weil man den Bürger gerne zu einem gläsernen Bürger machen möchte. Der gläserne Bürger ist immer ein besserer Steuerbürger. Und der Wunsch nach höheren Steuern ist in der Politik unersättlich. Wir haben zwar die höchsten Steuereinnahmen, die dieses Land je hatte, und Aber es im reicht immer noch weltweiten nicht. Vergleich haben wir sowieso die höchste Steuerquote. Aber es reicht noch nicht. Es wird immer noch über Steuererhöhungen diskutiert und ich kann das nicht verstehen. Auf der EZB-Seite gibt es diesen Drang, jetzt zu sagen, wir brauchen ein digitales Zentralbankgeld. Und das ist von der Philosophie her eigentlich genau in die gleiche Richtung. Und zwar, weil dieses digitale Zentralbankgeld natürlich in dem Moment, wo es das Bargeld verdrängen würde, und dafür gibt es Gründe, das zu befürchten, das perfekte Kontrollmittel wäre über jeden. Dann ist alles, was wir jemals ausgegeben haben, von der Wiege bis zur Bahre, ist dann registriert und sichtbar. Und es gibt überhaupt kein Entkommen mehr aus dem Dasein als gläserner Bürger.